Gestern vergaß ich das Rechenbuch in der Schule und musste es wieder holen. Ich war dann den Tränen nahe, als Kreis sagte: Hast du es vermisst? Denn ich war am Nachmittag schnell aus der Schule verschwunden, weil ich es hasse, dem Lehrern die Hand zu geben. So krass, habe ich jetzt eben hier gerade gelesen. Mich machte diese Frage richtig wütend und ich musste schnell wieder in den Sonnenhof retour. Ich hatte in dem Heft eben noch vergessen zu erledigen. Rechnungen natürlich, oder? Das war mein Lehrer gsi. Eben der Kreis in dem Schulhaus, wo wir zusammen sind, oder? Dort bin ich in die Dorfschule zu dem Kreis, oder? Und jetzt müsst ihr hier lesen. So geil. Dort müssen wir mal zusammen hin. Am frühen Freitagnachmittag, so, fuhren Carmen, Brigitte und ich, nachdem wir ausgeschlafen hatten, mit Martin Stutz, Hilfe, wo der Wasserfall liegt. Dort müssen wir zusammen hin. Das ist eben das Tagebuch, oder, wo ich dort in dem Dings geschrieben habe. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das wäre lohnend, mit dem Velo dort hinzugehen. Ha! Ja? Ist wieder schön röschelig. Simpsons-Zeit. Ich hätte euch eben zeigen, die Liste, die ich am gemacht habe, eben wegen dem Klauen. Oder wenn wir dann am irgendwo hingefahren sind. Aber das ist jetzt wirklich gerade das Ende vom Tagebuch. Dort habe ich jetzt per Zufall aufgeschlagen, wo wir dort nachher noch zu dem Wasserfall sind. Weil der ist wirklich brutal schön. Der liegt da voll in der Nähe. Da können wir eben mit dem Velo hinfahren. Und ja. Da habe ich Ferienliste, die ich gerade sehe. Geschrieben habe. Von mir. Oder ich habe mal eben so eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, dann wahrscheinlich, ja, leckert man, oder? Ihr habt immer alles so viele Sachen. Und ja, mir ist ja auch mal Geld geklaut worden dort und ich habe wirklich fast kein Taschengeld gehabt. Und die Eltern haben mir ja nie welches geschickt, Sachen, süß. Und ein Kind, das nicht Süßigkeiten überkommt vom Heim, durch das Essen dort hat es nicht einfach Schocke in der Küche gehabt. Dort hat es gar nie nichts Süßes gegeben. Dort hat es vielleicht Nutella-Brot zum Zvierig gegeben. Und fertig. Und dann hat man eben so eine Not, wo man, und dann denkt man dann vielleicht eben dadurch, dass man im Heim ist und ein bisschen unter schlechter Gesellschaft vielleicht, eben dann fährt man einfach lauen, keine Ahnung. Und ich bin so richtig eben mit Listen, oder? Habe ich mir vorher gemacht und dann bin ich los und habe genau diese Sachen geklaut. Darum ich sage, also ich bin nicht einfach so aus Impuls. Ihr denkt, eh nein. Und eben zweilamig in der Waro. Und ich habe gemeint, ich hätte so Listen. Oh! Da habe ich es, glaube ich. Oh nein, das war langweilig. Ja, es ist eine Einkaufsliste. Und nicht meine Schrift. Das ist lustig, die Schrift von der Praktikantin. Der Wasserfall, oder? Der liegt so versteckt einerseits und dann so bei einem alten Sägewerk, vermute ich, ist das gewesen. Wo einfach stillgelegt war, steht das Holzzeug. Aber eben so bei einem Bauernhof ein bisschen vorbei, runter. Dort sind wir dann eben hin. Schade, das ist wirklich das Ende von meinem Tagebuch.
Da steht sogar Lücke von so und so. Findest sie im Heft von Frankreich. Also habe ich an mich selber dann so Notiz in meinem Tagebuch geschrieben. Hey, hallo, wenn du das und das suchst. Ja, und die Leute und das Wetter, das ich beschrieben habe. Und dann sind wir ja dort damals eben so auf Wochenendreisen, da und dort hin. Und dann habe ich das damals beschrieben, oder, was ich erlebt habe. Also Schloss in Biel, oder steht jetzt da. Und Algen im See und und das Bankbuch reingeklebt und Briefe und ist auch lustig jetzt für mich da, Zeichnungen, die ich gemacht habe. Aber das kommt eben erst, oder? Das tue ich quasi. Ich finde eben zum Beispiel so eine Sauklaue. Ja. Da bin ich zum Beispiel eingepennt, wo ich das da geschrieben habe wahrscheinlich. Am Abend. Und da oben habe ich noch schön geschrieben, aber dann habe ich dann da doch so wie, oder, und durchgestrichen und so. Da. Muss das zuerst mal lesen da. In unserer Klasse, sie ist eine Doofe. Und dann habe ich geschrieben, auch, oder was auch immer, und habe immer etwas zu meckern und zu aussetzen bei den zwei haben. Und bei uns Mädchen auch. Und dann kommt etwas. Ah, wenn es gehen würde, dann würde ich dort absagen und die Zeit für etwas anderes brauchen. Später mache ich das so. Und so. Dann habe ich einfach ein Plus geschrieben. So und so. Denn, also so plus so. Dass ich finde es. Denn ich finde es. Blöd. Und blöd habe ich zweimal geschrieben. Und einmal durchgestrichen, weil ich es falsch geschrieben habe. Blöd. So. In Jeans. Und dem Glauben verhasst zu sein. Und die Kirchen. Steuer werde ich auch absagen. Das machte Esti auch. Und es kommt zu weniger Schriblen. Ja, Entschuldigung. Zeit ist Geld, sagt Onkel Dagobert immer. Jesus! Bin ich drauf gsi. Also, da haben das. Und die Kirchensteuer werde ich auch absagen. Das machte es die auch. Und es kommt zu weniger Schulden. Das machte es die auch und es kommt zu weniger Schulden, habe ich geschrieben. Zeit ist Geld, sagt Onkel Dagobert immer. Jesus, habe ich alt klug geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, aber in der Schule kommt mir immer alles wie ein Traum vor, der um 12 Uhr vorbei ist. Cheesy. Jesus. Ich habe falsche Daten aufgeschrieben, aber ich lasse es jetzt so, wie es ist. Herr K.
Freundeskreis hat mir heute gesagt, dass man im Dschudden nicht davonlaufen soll, weil ich das am Donnerstag tat, weil Benny mir total. Angeschlarrt hat, weil ich den Ball nicht ins Goal bringen konnte und einfach stehen blieb. Da kamen mir die Tränen und ich musste weg, weil es sonst nicht allzu hübsch gewesen wäre, wenn die anderen mich weinen sehen hätten. Also blieb ich, und der Sauchlaut, also zwei Wörter schon durchgestrichen, blieb ich das ein wenig weg, also blieb ich dann ein wenig weg und gab mir alle Mühe, mich zu beherrschen. Als ich dann wieder zum Platz, also Platz durchgestrichen, Spiel statt runter kam, war das Spiel vorbei und wir machten noch Verstecken. Herr Kreis hat nur gesagt, dass durchgestrichen. Und dann nochmal, dass, und dann ich geschrieben, Hass, es nächstes Mal nicht geht, wenn ich einfach weglaufe. Und laufen habe ich am Schluss so einen Krabbel gemacht. Er hat noch gemeint, dass es mal passieren könnte, weil es da ja so heiß war. Jesus. Oder dann haben sie mich wahrscheinlich abgeballert, oder? Beim Fußballspielen irgendwie so hart angeschaut, die Boys, oder? Ja, sowieso, dass die Gruppengames, die hasse ich, oder? Ich habe in mein Haar blonde Strähnen gefärbt. Ich habe heute eben. Schuftnei. Schulfrei! Und auch Zeit, mich zu waschen und pflegen. Stellt euch vor, während der Schulzeit habe ich mich nicht können waschen und pflegen, keine Zeit. Noch 5 Minuten und ich kann die Färbung runter waschen. Jetzt muss auch lau irgendetwas, ich befinde mir in der Wart. Ah, ich befinde mich in der Wartezeit. Und mir ist ganz kribbelig zumute. Ich habe nicht geschrieben. Und kribbelig, so voll über den Bildrand raus. Ich werde anschließend gleich baden. Dann die Färbung hineingeklebt aus der Varo. Teuer, so eine Färbung. So, die Haare wären total gefärbt. Es nahm mich nicht besonders gut an, aber es ist ein gutes Stück heller, wie ich es mir gewünscht habe. Ich gehe jetzt doch nach Frankreich in die Ferien. Geil. Mich hat das Reisefieber, ja, das sieht man du an dieser Schrift, total wahrscheinlich gepackt und ich würde gerne jetzt schon packen, aber das geht nicht, weil ich den Koffer zuerst für das Gruppenlager brauche. Ich habe heute mit dem in meinem Zimmer geschlafen und bin daher noch müde. Heute haben dem plus ich eine Auseinandersetzung mit dem beknackten Leiter, der einst mal ein Bauernhof führte und er buzierte, mit buzierte habe ich geschrieben, mich und dem grob ins Zimmer, aber wir kamen wieder raus und warfen mit die Tücher im Badezimmer durcheinander. Ich war heute ziemlich guter Laune, aber da kann ich nur einlesen, dass ich da Laune geschrieben habe. Jesus. Aber es heißt ja aus dem Lächeln
gab's es Bächli. Aus dem Lächli gibt's es Bächli, habe ich geschrieben. Am Samstag haben wir keine Schule mehr. Das mit dem Song haute nicht hin. Auch das Färben der Haare war nicht das gelungenste Konzept, das ich in die Finger bekam. Jesus. So habe ich Konzept geschrieben. So heißt die Bibellehre. Ah, dann habe ich den Namen geschrieben und dann heute regnete es ein wenig. Wir hatten eine Rechenprüfung und bekommen das Resultat nach den Ferien. Ich freue mich auf die Ferien. Dann ist so geschrieben. Entschuldigung. Sauchlaue. Und es steht der letzte Satz, wo da beim Daumen anfängt. Ich freue mich auf die Ferien. Ah, wir bekommen das Resultat noch vor den Ferien. Oh ja, danke. Geil. Also ich tue noch weiter alles vorlesen. Also. Jetzt kommt das mit eben in der Klasse, sie ist eine Doofe bis Dagobert, da habe ich ja schon gelesen. Und dann geht es eben um Südfrankreich, das habe ich auch schon gelesen. Ah, ich habe mich entschlossen, dort einzurücken und dort ein bisschen braun, Jesus, zu werden. Also in Südfrankreich. Eigentlich finde ich es blöd dort. Aber ich will ja nicht 2 Wochen heimgehen und schon gar nicht ohne Geld. Ich werde dir nach oder so den Ferien berichten und dir treu alles erzählen, was dort vorgefallen ist. Und eben durchgestrichen und dann nochmal geschrieben, vorgefallen ist. Also eben jetzt. Der Titel lautet dann auch Frankreich. Oder? Jetzt habe ich auf das Zwischentagebuch aufmerksam gemacht, oder? Schon einmal. Und dann nochmal leserlich. Ich hoffe, dass ich später auch alles lesen kann, was hier geschrieben steht. Denn ich schreibe nicht allzu schön. Ja, müde. In der letzten Zeit bin ich immer lange auf und somit am Morgen auch müde. Und in der Schule gähne ich andauernd und die anderen wundern sich etwa schon, warum ich denn auch am Nachmittag gähne. Ich bin mir nicht sicher, aber in der Schule kommt mir immer alles wie ein Traum vor, der um 12 Uhr vorbei ist. Bleh. Und dann habe ich da irgendwie gekritzele. Einfach nur Scheißdreck oder so. Ich habe dann geschrieben, Klisi-Sprache. Und dann habe ich so, weil es mich angeschissen hätte, so Kuderwelsch geschrieben. Ich habe falsche Daten aufgeschrieben, kommt jetzt. Und nachher kommt das eben mit dem Herr Kreis nochmal. Das habe ich ja mit dem Tschutte schon vorgelesen. Ich bin jetzt mit dem in St. Gallen. Die Fahrt war gut gewesen. Ja, wir klauten einem Mitfahrer 3 Franken und kauften uns etwas zum Knabbern. Papi ist nicht da und Mami ist im Ferienlager in Mimi ist im Ferienlager in Wiesegen oder so. Habe ich geschrieben. Bambi und ich mit Papi fort und Mami ist in der Küche. Ja, und lest in der Morgenzeitung. Ich habe Mami gesagt, dass ich Gummischuhe brauche.
brauche. Sie hat gesagt, dass sie sich darum kümmern werde. Und dann steht Uhrzeit. Und denn wir haben eben Mittag gegessen und werden, wenn die Melone gegessen hat, in den Kindergarten gehen, um ihn anzuschauen. Wir werden am Kiosk vorbeikommen, wo ich immer geklaut habe. Und ich sage es ihr, dass ich dort mein erster Versuch gemacht habe. Um 3 Uhr sind und ich in Wiel und fahren mit in den und posten dann eben noch für das Essen am Sa Sonntag und Samstag Abend. Ich habe Stopfmaterial einge Packt von zu Hause mit Erlaubnis. Heute Abend zeige ich und meinen Kleber in dem Tagebuch, der leuchtet. Ah, ja. Heute ist der zweite Ferientag. Wir sind jetzt im Zug. Im Zug. Gezeichnet. Es soll niemanden darstellen. Wir, und den ich klammere, und ich, haben versucht, nach Amerika anzurufen. Doch wir bekamen nur einen Wiederholungssatz zu hören. 25 Franken kostet so ein Spaß. Für uns natürlich nicht, sondern im Moment fühle ich mich wohl und gut. Und dann habe ich ein Bild gemalt. Und dann habe ich ein paar Stimmungsbilder gemalt. Ich hatte eben Lust, etwas zu malen. Und da kam mir die Idee mit dem Malen. Denn wenn man sich zuerst einen Titel für das Bild zurechtlegt und dann kann man viel mehr machen, legt, dann kann man viel mehr machen. Über als wirklich übrigens als eher von eher erst nachher dem Titel bestimmt. Ah, machen. Irgendes Wort, als wenn man erst nachher den Titel bestimmt. Oh, was ich den Satz baue. Wir waren in Tedemdedem am Tedemdedem und in der Tedemdedem der Schweiz. Leider konnten wir nicht in eine, das ist übrigens Zirkus, so eine ähnliche Vorstellung gehen, weil die Bühne nass vom Unwetter war. Sonst haben wir eigentlich nicht viel gesehen, außer dem Ohrringstand und Schleckwarenstand. Aber wir gehen nächste Woche nochmals bei schönem Wetter hin und hoffen auf mehr Überraschungen. Es ist jetzt 11:30 Uhr und ich werde noch Dagobert Duck fertig lesen. Morgen muss ich nüchtern zum Arzt für ein Pieks. Später. Es ist jetzt 3:45 Uhr. Jetzt ist dort die Schrift weg. Und ich bin immer noch wach und ich habe heute ein ganzes Band von der Serie Honey und Nanny gelesen. Heute gute Nacht, liebes Tagebuch. Einwandfrei. Gestern Abend schlief ich bald ein und musste sicher etwas Schönes
Ja, träumte, ist eben so verwassert, weggewaschen. Und träumte sicher etwas Schönes, was ich aber am Morgen um 11 Uhr nicht mehr sagen konnte, was es war. Ich musste heute noch nüchtern Blut nehmen, wegen den Medis. Die hat mir dort immer Medis gegeben, die Säck. Ich habe meine letzten 40 Franken irgendetwas verchrömlet gehabt für die Ferien oder so. Frankreich. Und für einen Föhn. Ah, er hat dort den Föhn gekauft, wahrscheinlich. Ja, ich weiß eben nicht. Eben. Die einen, die gehen wir eben besuchen. Die suche ich jetzt dann, wenn ich den Festnetzanschluss habe, Telefon, dann Leute die eben ein bisschen in der Gegend rum, oder? Weil die Handynummer, da kommt man ja nicht dran an, da weiß man dann nicht, wer da ist, oder? Also irgendwie ein Handy, oder? Aber so Festnetz kann man ein bisschen rumtelefonieren, oder? Und wenn ich dann mal irgendwo in einem kleinen Café bin, finde ich sie schon. Dann gehen wir ein bisschen zusammen mal auf Wil und dann eben von mir aus zu dem Wasserfall. Also eben mit dem. Dieser Vers, und Vers habe ich geschrieben mit F, mit Fahne F. Siehe eine Seite zurück, habe ich geschrieben. Doch wanderte mein Gehirn beim Duschen, ich will ihn üben und singen, tönt blöd, ist aber scheußlich wahr. Da habe ich geschrieben. Schau mal, als ich beim Duschen sah, klopfte es plötzlich an die Tür. Ich schaltete das Wasser ab und fragte, ja, wer ist es? Da fragte der mit seiner scheinheiligsten Stimme, was ich mache. Ich antwortete, baden. Und so schaltete ich das Wasser wieder ein. Nach einer Weile klopfte es wieder an die Tür und ich ärgerte mich wegen der Störung. Ein hohes bisschen, habe ich geschrieben. Also stellte ich das Wasser wieder ab und fragte, was ist es? Wer ist es dann? Da meldete dem vor der Tür mit einem Ton, den ich kenne. Ich muss auf das Klo. Er setzte noch hinzu, dass er rein muss. Und dann habe ich geschrieben, ich klammere will. Da, das habe ich wieder in Klammern geschrieben, lustigerweise. Ja, der ganze Satz jetzt in Klammern dann auch noch. Das etwas der Männer ist im Badezimmer angebracht. Das Klo der Männer ist im Badezimmer angebracht. Habe ich geschrieben. Da checkte ich, was er wollte. Daher sagte ich ihm, er soll. Und dann habe ich geschrieben auf. Und dann habe ich auf durchgestrichen, weil ich es ein bisschen falsch geschrieben habe, nur mit einmal auf, das Unepfad nicht ganz fertig, dann habe ich auf ganz geschrieben daneben, das Mädchen Klo, und Klo habe ich geschrieben mit C-L-O-O, gehen, gehen, wenn er es so dringend, und dringend habe ich zweimal unterstrichen, hatte. Und so stellte ich das Wasser wieder an. Und ich konnte weiter baden, sogar ohne Störung. Und dann habe ich noch ein Bild gezeichnet, wieder